mano sui tacchi a spillo. Danzano questa notte intorno a un fuoco immaginario. Zingari coperti d'oro. Guten Morgen zur ersten Fahrradtour in den Abruzzen. Heute geht's zurück in die Kindheitsgeschichte. Ja, jetzt Jugend aufarbeiten. Ja, eher Kindheit. Oder Kindheit. Ja, vielleicht auch Jugend, ja. Wir fahren nämlich heute nach Castelli. Das ist ein kleines Bergdorf, wo zumindest damals, wie lange mag das her sein, ja, 40 Jahre oder länger, wo ich da öfter war, viel so Töpfereien und Keramik hergestellt worden ist. Und da war ich damals mit meinen Eltern ein paar Mal, weil wir immer in der Nähe von Pescara, also zwischen Ancona und Pescara im Urlaub waren, und da fahren wir jetzt heute mal mit dem Fahrrad hin. Damals sind wir ja immer mit dem Auto hingefahren. Genau, und als erstes geht es jetzt mal die abenteuerliche Strecke vom Campingplatz wieder hoch zum Dorf. Okay, ich starte jetzt mal. Ich tue, glaube ich, gleich einmal auf Tour. Und da tue ich auch aufzeichnen. Okay, es geht los. Fahrt du voraus. Ich gehe mal auf Prozent. Okay, 8%. Prozent. 20%. Der macht Pause jetzt, der Radfahrer. Also ich würde sagen, wir sind schon Schlimmeres gefahren, oder? Ach, das war ja Kinder. Gut. Ist ja nicht einmal zum Warmwerden. Auf so einsamen Bergstraßen fahren wir jetzt hier entlang. Und zwar ist das die Strecke, die wir auch gestern mit dem Auto gefahren sind. Da sind wir von hier gekommen. Wir haben jetzt, gut, außer diesen parkenden Autos hier, 2 Autos und 4 Fahrradfahrer gesehen. Und hier hat man jetzt einen schönen Ausblick Richtung Norden wahrscheinlich, oder? Ja, warte mal. Das ist. Ja, auf also jeden das Fall ist so, genau Norden. Ja, hier. Genau. Also von der Richtung sind wir gestern gekommen. Da hinten sind größere Berge, hinter uns auch, aber die sieht man jetzt gerade nicht, die sind verdeckt. Aber hier ein wunderschöner Blick ins Tal. Das war gestern sehr abenteuerlich mit dem Auto. Inzwischen haben wir jetzt auf die andere Seite von dem Hügel gewechselt. Also das heißt, jetzt haben wir Blick Richtung Süden und sehen die großen, schon sehr felsigen Berge. Also das wird auf jeden Fall das Gran Sasso-Massiv sein. Welcher jetzt dieser, wie heißt der? Corno Grande. Corno Grande,
Der höchste also mit knapp 3000 Metern, das wissen wir jetzt natürlich nicht, ob das der da hinten schon ist oder ob da noch ein anderer kommt, aber das finden wir dann hoffentlich nur raus. Auf jeden Fall ist das hier eine wunderschöne Landschaft mit diesen grünen, hügeligen Bergen und ja, immer so kleine Dörfer. Und die Straßen hier, da fährt ja kaum was. Nee, die verstecken sie, die Hunde. Ach, da sind es da drüben die Schafe, die da so ein Gebimmel machen. Aha. Also hier haben wir jetzt auch schon mehrmals so freilaufende Hunde gesehen. Wir kommen uns da vor wie die Weltreisenden vom Weg her. Abgeschiedenheit, ja. Also man muss gar nicht so weit weg, das kann man auch in Mittelitalien schon haben. Da unten ist wohl eine kleine Landwirtschaft. Oh ja, die haben sie jetzt versteckt. Die sind aber alle brav. Ja, die machen nichts. Ich weiß gar nicht, ob das die Straße ist, die hier auch mit dem Auto mitgefahren sind. Ja, da führt unser Weg nach. Gefühlt 30%. Die hat sie jetzt irgendwie aufgehängt. Parco Nazionale del Gran Sasso. Aber da ist zu. Jetzt sind wir hier gerade über eine kleine abenteuerliche Brücke. Und wenn das... Dieses Rave haben Sie gemacht. Diese? Ja, wir sind aber von hier gekommen. Wir sind noch nicht. Ja, wir sind von hier. Ja, wir wissen noch nicht, was da hinten ist. Aha. Okay. Ja. Vielleicht kann man mit Auto auch fahren. Also. Wobei es stand nicht. Langsam. Wir sprechen alles durch. Okay. Ja. Sind da hier mit Fahrrad kommen? Ja, genau. Genau. Und jetzt hier weiter Richtung nach Castelli. No Mulino. Mulino? Noch, no, haben wir nicht gesehen. No, Mulino, das steht ja hier eigentlich, gell? Mulino di Francesco. Aha. Scheint hier zu sein. Hier steht Gran Sasso. Also ich nehme an, dass das halt hier dieses Mulino ist. Ja. Gut. Das ist halt dieser Park. Ja, genau, und der scheint irgendwie zu sein. Ich weiß auch nicht, warum es da. Und wir fahren jetzt jedenfalls diese Richtung weiter. Okay. Ciao. Und hast du das schon aufgenommen? Yeah. Da kommt jetzt was ziemlich Steiles auf uns zu. Also heute kommen auch die Mountainbiker auf ihre Kosten, würde ich mal sagen. Vor allem die E-Bike. Ja, vor allem die E-Biker. Also jetzt schauen wir mal, wie diese Rampe, wie viel Prozent die hat. Ja, genau. 20 plus auf jeden Fall. Ja. So im oberen Drittel. Ich habe maximal 18. 18 habe ich gehabt, ja. Ich habe auch bloß 18. Das war gar nicht so. Ja, alles was wir hinaufgefahren sind, haben wir jetzt kaputt gemacht. Haben wir wieder verbrannt. Wieso? Das ist doch leicht fahrbar. Da muss man bloß die höchste Stufe rein tun. Thank you.
Fische. Frisches Gran Sasso Wasser. Ja. Wie war der Spruch? Wie war der Spruch? Frisches Wasser. Nee, vorher. Toll hast du es geplant. Genau, dabei habe ich es gar nicht geplant. Der hat es geplant. Was mal hast du eingeben? Nur Rennradstrecke. Nee. Hast du die Rennradstrecke eingeben? Auf jeden Fall haben wir jetzt, glaube ich, das Gröbste geschafft. Jetzt da sind wir wieder auf der Straße. Ja, schmeckt gut. Gut, dann fülle ich auch noch mal eine Flasche auf und dann geht's weiter. Ja, bitte. Jetzt in Castelli ankommen. Bisher ist mir null bekannt vorkommen. Wir sind jetzt irgendwie von da oben runtergekommen. Wir fahren jetzt auch schon eine ganze Weile bergab und hat das immer in Erinnerung, dass man raufgefahren ist. Aber da sieht man jetzt so ein altes Dorf. Und wir kommen jetzt wohl halt wirklich von der ganz anderen Seite. Jetzt fahren wir da mal noch runter und da drüben gibt es auch eine Straße und dann mal schauen, ob mir noch irgendwas bekannt vorkommt und wie wir dann auch wieder zurückfahren. Jetzt haben wir hier also den Blick, den ich mir so gedacht habe und wir haben das halt vorhin überhaupt nicht gesehen, weil wir irgendwie von der Rückseite her gekommen sind, also ganz anders. Und den Abenteuerweg fahren wir jetzt auch nochmal zurück, sondern fahren jetzt mal auf der Straße Richtung Teramo und dann werden wir schon den Weg wiederfinden in unser Dorf. Die Abenteuer-App genommen. Das sind schöne Sanddünen. Kann man ja was habe ich denn hier über dem Kopf hängen? Die Leuchte. Die Leuchte, die hat mir schon Licht aufgegangen. Die. So, also wie man sieht, sind wir von unserer Radtour schon zurück. Und vielleicht kann man es auch ahnen, dass es draußen ziemlich regnet. Und ich glaube, die letzte Aufnahme haben wir gemacht, wo ich da an dem sandigen Berg einmal weggerutscht bin, oder? Die. Fast runtergefallen bin und dann geschoben habe und dann haben wir keine Lust mehr gehabt zum Filmen. Beziehungsweise ich wollte dann nochmal, aber die GoPro hat sich wieder aufgehängt gehabt, ist dann nicht mehr angegangen und dann habe ich keine Lust gehabt, alles auseinanderbauen, damit ich den Akku rausnehme.
Genau, aber wir erzählen jetzt kurz, was passiert ist. Also vielleicht erst mal kurz zu Castelli. Da haben wir uns ja ein bisschen mehr erwartet gehabt. Gell? Also, als Kind sieht man das vielleicht immer ein bisschen als kind nach mehr. Sieht man das anders und ich meine, mir als Kind war das sowieso jetzt nicht so wichtig. Meine Mutter war immer so begeistert von dem Dorf und das war vielleicht das erste Bergdorf, was man so gesehen hat und dann war das halt super toll. Vielleicht hat es auch früher anders ausgeschaut. Also ja, es, man sieht es ja dann auf die Bilder oder hat es gesehen, ja. Halt der Bergdorf, wie es halt hier ganz viele gibt. Und das mit dem ganzen Keramikzeug, das war auch früher, meine ich, ganz anders. Und das Dorf war eh irgendwie ausgestorben. Gell? Also ja, ich schätze mal, dass es 40 viele. Jahre her ist, dass ich das letzte Mal war. Und da ist halt einiges passiert. Also so viel mal dazu. Aber trotzdem war es ganz nett, dass wir ja mal hingefahren sind. Die Hinfahrt war ja schon sehr abenteuerlich. Und deswegen wollten wir ganz entspannt über die Straße zurückfahren. Gell? Ja, das hat ja auch recht gut angefangen. Also haben gesagt, lieber fahren wir ein bisschen einen längeren Weg und über die Straße. Und ja, das mit also meinem Navi, mit dem Neon, das habe ich jetzt zum ersten Mal eigentlich so gemacht, dass ich einfach nur ein Ziel eingeben habe und nicht die Route vorher selber geplant. Und der hat halt die abenteuerlichsten Dinge genommen. Ja? Immer wieder Abkürzungen gewusst. Und insofern haben wir heute auf dieser Tour so ziemlich alles erlebt, was wir bei den Weltreisenden immer in den Videos so sehen. Also wirklich, wir haben alles mitgenommen. Wir haben dann eben so einen extrem steil nach unten Weg, kann man schon gar nicht mehr sagen. Das war dann das war austrocknetes Flussbett. Ja, es war dann so ein riesiger Graben drin, also man hat kaum laufen können und das dann mit den Fahrrädern runter. Dann war eigentlich fast gar kein Weg mehr. Da haben wir ein Stück, ja, war nur so ein minimaler Trampelpfad über eine Wiese. Dann ist es wieder ein Weg geworden. Das ging einigermaßen, aber es waren ganz viele Brombeeren und andere dornige Gestrüppe. Also man hat extrem aufpassen müssen. Wir haben die ein oder anderen Kratzer haben wir schon abgekriegt. Genau, wir haben halt sehr auf die Fahrräder aufgepasst. Wir sind jetzt ohne Platten zurückgekommen. Wir hoffen, mal schauen, dass, ob morgen die Luft noch drin ist. Schauen wir mal, ist. Ob morgen die Luft noch drin ist. Genau, und nachdem wir dann wieder auf der Straße waren, ging es ja dann. Dann haben wir aber nochmal eine kurze Irrfahrt gehabt, weil jedes Navi was anders gewusst hat und wir dann irgendwie gar nicht gewusst haben, was nehmen wir denn jetzt? Weil meinem haben wir nicht mehr getraut, nicht, dass es wieder so eine Abkürzung nimmt. Deins hat es auch nicht besser hinbracht. Ja gut, es war zu schnell. Einmal rings und rechts und dann kommt er durcheinander. Ja, also auf jeden Fall haben wir uns gar nicht mehr auskannt und dann ist auch noch ein Gewitter gekommen. Dann haben wir gewusst, okay, wir müssen wieder zurück. Und dann habe ich geschaut, weil ich war voraus, habe mir gedacht, jetzt schauen wir, ob wir uns irgendwo noch unterstellen können, weil dann das Wetter schon ziemlich nah da war. Und habe dann ein Wohnhaus gesehen. Jetzt wollte ich natürlich auch nicht einfach da reingehen. Habe gesehen, ja, da unter so einem Balkon oder so kann man sie unterstellen. Und dann habe ich so vorsichtig geschaut. Und die Leute sind dann gleich rausgekommen und haben mir gleich gewunken, ich soll hier reinkommen und mich hier unterstellen. Und ob ich alleine bin und so, habe ich gesagt, nee, mein Mann kommt noch. Und kurz danach ist er dann gekommen. Den haben wir dann gerade noch abgefangen. Der war schon vorbei. Ich habe die ganze Zeit geschaut, einen Moment nicht aufpasst, weil ich mit denen geredet habe. Aber wir haben ihn dann noch abgefangen. Und dann haben wir da das Gewitter abgewartet und haben die italienische Gastfreundschaft genießen können. Da haben wir einen Kaffee und Kekse gekriegt. Also die haben sich richtig gefreut, dass sie uns jetzt kurz hier beherbergen können. Und ja, genau. Dann haben wir auch da nochmal nach dem Weg gefragt. Und das hat dann mit dem übereingestimmt, was dann das Navi in der Zwischenzeit, ja, das hat dann wieder umgeplant und muss sagen, der Weg ab da, der war jetzt problemlos. Also das war jetzt echt gut zum Fahren. Abenteuerlich war nur, dass uns teilweise auf der Straße das Wasser wie ein Bach entgegenkommen ist, weil es so stark geregnet gehabt hat. Und wir haben jetzt nochmal Glück gehabt, weil wir sind jetzt eigentlich fast im Trockenen von da, von der Pause bis hierher gefahren. Was waren es? Ich glaube, 6 Kilometer haben wir noch gehabt. Das sind, und kaum waren wir jetzt hier, jetzt hat es schon wieder zum Schütten angefangen. Also es hat schon was Gutes gehabt. Kaffee haben wir auch gekriegt. Ja, genau. Was wir ja den ganzen Tag nicht gehabt haben. Genau. Haben wir dann also so viel sehr zu freundlich gekriegt. Genau. So viel zu unserer ersten Abenteuerradtour in den Abruzzen. Du musst das Abenteuerprogramm rausnehmen. Ja, genau. Wir müssen schauen. Also ich weiß auch nicht, wie wir das machen. Doch wieder vorher planen und ja. Aber ich kriege ja jetzt gar nichts auf den Neon drauf, weil der müsste, ja, obwohl, ich weiß nicht, ob ich den hier ins, doch hier kriege ich ihn vielleicht sogar ins WLAN rein. Ja, müssen wir ausprobieren. Also wir überlegen uns mal, was wir als nächstes machen und schauen, dass wir das besser hinkriegen. Ja, dann verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Tour. Genau.
Und wir freuen uns, wenn er uns wieder begleitet, wenn wir wieder neue Weltreiseabenteuer machen. Ja. Gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. So, heute probieren wir mal was ganz Neues aus. Heute gibt es einen Schmarrn. Und genau, heute gibt es mal einen Schmarrn. Heute haben wir schon so das, viel Schmarrn gemacht. Immer machen, gibt es heute zum Essen. Und zwar haben wir nämlich nur Zwetschgen. Da haben wir es daheim nicht mehr geschafft, einen Zwetschgenkuchen zu machen. Ich glaube, jetzt ist der Falter raus. Und deswegen machen wir jetzt hier ein Zwetschgenkompott und dazu einen Kaiserschmarrn. Das haben wir nämlich nur bei DM entdeckt. Ich will keine Werbung machen. Veganer Kaiserschmarrn. Mal schauen, ob das was wird. Das ist der Schneebesen, einfach. Ja, ich mache das jetzt aber, glaube ich, zuerst mit der Gabel, weil ich weiß nicht, ob das so gut geht mit dem Ding. Mit das, weißt, das kann sein, dass das Mehl, dass das total verstopft dann. Dann kann man einfach eine Gabel nehmen und das mal ein bisschen verrühren. Eine Gabel ist auch wie ein Schneebesen. Das ist ziemlich flüssig. Naja. Ich würde es mal probieren. Ja, ich probiere es dann. Wenn es jetzt sehr klumpig wäre, dann ist klar, dann funktioniert das nicht mit dem. So. Ich muss bloß gleichzeitig auf meinen Kompott aufpassen. Da wird jetzt halt der, deswegen hat Oma auch den Topf aussortiert, weil da die Griffe heiß werden, aber muss man halt einen Lappen nehmen. Also wir probieren das jetzt mal, ob das mit dem Milchschäumer, ob man da, ja, es geht schon schwer, weil ich glaube, das ist einfach zu dick für den. Das macht komische Geräusche. Wie ist das Ergebnis? Das ist so arg flüssig. Ich weiß nicht, wie das gehört. Vielleicht gehört es ja so flüssig. Aber ich habe die Menge genommen, die da steht. Wenn du es richtig gelesen hast, dann haben wir es richtig gemacht. Wird schon stimmen. Hoffentlich. Ist hier überhaupt genug Licht? Wissen wir nicht. Also, die erste Portion haben wir fertig. Kaiserschmarrn mit Zwetschgenkompott. Du darfst jetzt mal probieren, ob es schmeckt. Und? Schmeckt's? Schmeckt so wie in Österreich, ja. Gut, also dann. Hat es doch schon funktioniert. Ja, also dann einen guten. Neues Campingessen, Kaiserschmarrn. Also, dann lasst es schmecken. Und hier geht es nur weiter. Ja. Hier brutzelt es nur, die nächste Portion, die ist nur da drin. Können wir ja immer nur eine nach der anderen machen.